Hallo zusammen, heute mal wieder ein Video direkt aus Paraguay. Heute geht es um das Thema Konten, Kooperatives hier genauso wie in Europa. Und zwar haben wir uns sagen lassen, es ist gut, einige Konten einfach zu haben. Deshalb haben wir einige Konten noch, wie zum Beispiel das Indiva-Konto, was wir auch empfehlen können an sich. Und es gibt natürlich noch viele andere, die man durchaus trotzdem weiterführen kann. Comdirect, Wise, Revolut, DKB ist etwas, was uns ganz viel begegnet ist. Wir haben DKB tatsächlich ein Konto eröffnet und ein Gemeinschaftskonto haben wir gemacht, haben jeder eine Karte und wir haben damit einmal bezahlt bisher, also eine Rechnung bezahlt quasi und haben aber festgestellt, es gibt zwar keine Gebühren dabei, aber der Kurs war sehr schlecht. Wir haben jetzt nicht nochmal Geld damit abgehoben, deshalb kann ich nicht sagen, wie der Kurs ist. Aber es war ungefähr 7.300 Guarani für einen Euro, gab es oder sowas um den Dreh, 7.200, 7.300 und wir haben 6.900 berechnet bekommen. Also wenn man dann so viel Kursverlust hat, ist immer die Frage, ob sich das dann rechnet, dass man halt keine Gebühren zahlt. Nichtsdestotrotz haben wir DKB und sind auch froh, weil wenn eine Karte mal nicht funktioniert, ist es immer ganz gut, wenn man mal eine Notkarte hat, weil bis man hier halt eine andere Karte hergeschickt bekommt, ist es schwierig. Deshalb habe ich mal jetzt unten in die Infobox einen Affiliate-Link reingemacht. Falls ihr euch auch eins machen wollt, könnt ihr das gerne darüber machen. Dann würdet ihr 15 Euro bekommen und wir 15 Euro bekommen. Und es wäre eine kleine Win-Win-Situation. Zu den Kooperativas können wir sagen, Funnel ist ja immer in aller Munde. Das hat bei uns sehr gut geklappt. Wir haben zwar die endgültige Öffnung noch nicht gemacht, aber schon die Zusage quasi von Funnel, dass wir ein Konto öffnen dürfen. Wir haben so einen sogenannten Antrag gestellt. Da kann ich euch auch gerne detailliertere Informationen geben, wenn ihr da was haben wollt, schreibt mich einfach direkt über die Kommentare an oder ich mache dann nochmal ein Video, müssen wir mal schauen. Und wir haben jetzt auch hier in Encarnacion direkt noch ein kooperativer Konto gerne machen wollen, weil es halt auch so unkompliziert, relativ unkompliziert, auch aufgrund unseres ganz guten Einwanderungshelfers in Independencia war und wollten hier jetzt bei, nur als Beispiel, Copacons, hier gibt es ja hunderte Kooperativas, die übrigens immer mit zwei Bäumen bezeichnet sind. Also es ist immer das Symbol von zwei Bäumen. Es ist sehr, sehr witzig irgendwie, dass egal welche von den 100.000 Kooperativas, die es hier gibt, immer zwei Bäume, so wie Tannenbäume, da als Symbol drin sind. Ja, auf jeden Fall haben wir das machen wollen und im Endeffekt hatten wir alles schon soweit fertig, den Antrag ausgefüllt und etc. alles eingereicht. Mussten dann auch quasi warten auf die Rückmeldung und haben jetzt die Rückmeldung bekommen, nein, es geht nicht, aber wir haben unsere Cedula, wie auch immer man es ausspricht, leider noch nicht und wir könnten das erst machen, wenn wir die Cedula haben und das heißt, wir warten jetzt darauf und dann reichen wir das alles nochmal ein. Genau, das mal als Stand zu Konten und Kooperativas. Ein Konto meiner Bank hier, das hatte ich auch schon erfragt, geht auf jeden Fall auch nur mit der Cedula. Genau. Sollte ich jetzt noch was vergessen haben und ihr habt weitere Fragen, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann bringe ich das gern für euch in Erfahrung. Also, alle, die sich vielleicht noch auf die Socken machen, viel Spaß dabei. Bis bald. Hasta pronto.